So ein Optimist International Club Murau sorgte für Gespräche. Und das von 29. August bis 1. September 2021, also ganze 4 Tage lang. Am Programm stand eine Filmvorführung, Kalender Girls im Griesnerstadl und 3 Wanderungen zwischen 1,5 bis 5 Stunden waren angesagt und zudem im Rathaus Frau im Gespräch mit niemand anderen als TV-Moderatorin Silvia Schneider. Da hast du aber gleichzeitig Schauspiel gemacht oder vorher Schauspiel gemacht. Wie kommt man zu diesen 2 so unterschiedlichen Dingen, sich dafür zu entscheiden, News zu machen und trotzdem ein sehr kreativer Mensch zu sein? Ja, es gibt eine offizielle Begründung und eine inoffizielle Begründung. Ja, die inoffizielle Begründung. Das ist völlig klar. Die offizielle Begründung ist immer die, dass ich zusätzlich zur Schauspielerei, ich habe nach der Matura habe ich Schauspielausbildung gemacht in Hamburg, wollte ich unbedingt noch irgendein sicheres Standbein haben als zweites. Kennen Sie Murau oder sind Sie das erste Mal da? Nein, ich kenne Murau, ich kenne auch die Region sehr gut. Ich habe hier mehr oder weniger Verwandtschaft, sehr nette. Und eine sehr liebe Freundin, die wohnt nicht unweit von da, die Niki Schmidhofer, die ich an der Stelle ganz, ganz herzlich grüße, liebe Niki. Und ich mag die Region sehr gerne und es ist wunderschön natürlich auch mit den ganzen Burgen und kleinen Schlössern und Ruinen, die da sind. Es macht einfach Spaß, ne? Die Steiermark. Was bedeutet denn eigentlich Gleichberechtigung für Sie? Also für mich ist Gleichberechtigung sehr, sehr wichtig, aber Gleichberechtigung hat nichts zu tun mit einem Binnen-I für mich, sondern Gleichberechtigung ist, wenn Frauen und Männer gleich viel Geld verdienen im Berufsalltag. Und bevor das nicht erreicht ist, müssen wir über andere Dinge erst gar nicht reden. Ich glaube, dass das ist das Allerwichtigste, dass wir gleich viel gezahlt bekommen, dass wir die gleichen beruflichen Chancen haben. Und ob dann ein Binnen-I dabei ist oder nicht, ist mir ganz ehrlich ziemlich Bobidel. Auf den Wanderwegen gibt es ja in vielen Gesprächen. Wo sehen Sie denn eigentlich die Frau in der heutigen Zeit? Also, ich mache so viele Sachen. Ich bin Unternehmerin, ich bin aber auch Moderatorin einer Kochsendung. Ich gebe einen Ratgeber mit Haushaltstipps heraus und habe aber trotzdem 4 unterschiedliche Betriebe, die ich selber führe. Und ich glaube, eine Frau kann man schon lange nicht mehr in eine Rolle einteilen, ob das jetzt der Haushalt ist oder das Berufsleben. Das eine schließt das andere nicht mehr aus, sondern es ist einfach alles möglich. Und ich sehe Frauen als starke, wunderbare, großartige Wesen, die alles erreichen können, die alles auch selbstständig erreichen können und dazu niemand anderen brauchen. Und ob das jetzt im Haushalt ist, in der Familie, im Beruf oder in der Politik, das ist völlig egal. Sie haben jetzt gerade Ihre vielen Talente angesprochen, moderieren, designen, kochen, tanzen. Möchten Sie, und das Ganze immer in Perfektion, sagen wir mal so, möchten Sie damit auch Vorbild für viele Frauen sein oder welches Frauenbild verkörpern Sie? Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, man macht selber viele Sachen, um Vorbild zu sein. Ich mache viele Sachen, weil es mir einfach Spaß macht und deswegen mache ich das. Und dabei denke ich nicht daran, ein Vorbild zu sein. Für mich sind alle Frauen ein Vorbild, egal wie viele Jobs sie machen, ob das einer ist oder Tausende oder ob das eine Familie ist oder ein Kind oder 10. Frauen sind einfach starke Persönlichkeiten. Es freut mich natürlich, wenn ich als Vorbild gesehen werde und wenn ich wen inspirieren kann, dann ist das wirklich ein schönes Geschenk, auch für mich. Es wurde nicht nur gesprochen, sondern auch gekocht. Diesmal kocht Gerhard Kuck, musikalisch umrahmt von Katja Zwanziger und Florian Fadler. So, Optimist International, Frau Präsidentin, das globale Netzwerk für berufstätige Frauen feiert ja sein 100-jähriges Jubiläum. Was verbindet die rund 70.000 Mitglieder eigentlich? Ich glaube, kurz zusammengefasst verbindet uns der Wille, etwas zu verändern, die Stellung der Frau zu verbessern und Lebenssituationen von Frauen generell zu stärken. Die So-Optimistinnen in Österreich wandern ja von Club zu Club durchs ganze Land. Was haben Sie denn mit im Gepäck? In erster Linie gute Laune, die Hoffnung auf schönes Wanderwetter und natürlich viele Themen, über die es sich lohnt, während einer netten Wanderung sich zu unterhalten und zu fokussieren. Was sind denn die Kernthemen dieser Road to Equality? Die Kernthemen sind nach wie vor Themen in Bezug auf Gleichberechtigung. Der erste Soroptimist-Club wurde vor 100 Jahren in Kalifornien gegründet. Das war eigentlich kurz nachdem in Europa und in Amerika das allgemeine aktive und passive Wahlrecht, also auch für Frauen, eingeführt wurde.
Und es konnten viele Erfolge mittlerweile gefeiert werden, aber dennoch ist Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit der Frau im Alter keine Selbstverständlichkeit. Und das ist jetzt das Kernthema eigentlich auch dieser Road to Equality, die Straße der Gleichberechtigung, dass man auch diese Themen wieder in den Fokus rückt. Und es gibt Einkommensschere, Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, viele Themen, die auch medial sehr präsent sind. Eine großartige Veranstaltung der So Optimist International Club Murau. Road to Equality, gehen wir gemeinsam den Weg.